Leute, was geht? Mein Name ist Dudu Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu einem neuen Real-Life-Video. Ja, ich habe heute ein sehr interessantes Buch dabei, was wirklich interessant ist. Und zwar, es geht hier um reiche Menschen auf unserem Planeten. Und zwar, wer ist eigentlich der reichste Mensch der Welt und gibt es überhaupt Milliardäre in Deutschland? Ich kann euch mal hier ein paar Sachen und ein paar Zahlen aufzählen. Zum Beispiel der reichste Mensch der Welt. Jetzt passt mal auf. Dieser Mann besitzt ein Vermögen von 52,2 Milliarden Euro. Das sind ungefähr 69 Milliarden Dollar. 69 Milliarden Dollar, das sind 69.000. 69.000 mal 1 Million. Also mit so viel Geld, da kann man sehr viel tun. Und ja, was würdet ihr mit so viel Geld tun? Schreibt es mal in die Kommentare. Bill Gates ist ja auf Platz 2. Er ist reicher als Slowenien, als der BIP, das Bruttoinlandsprodukt von Slowenien. Er besitzt ein Vermögen von 46 Milliarden Dollar. Und ja, Karl Albrecht, der Aldi-Lebensmittelgründer, einer der Brüder, besitzt ein Vermögen von schlappen 19 Milliarden Dollar. So, das sind ja alles noch so coole kleine Zahlen. Jetzt komme ich mal mit einer Zahl: 756 Milliarden Dollar. Die reichste Familie der Welt. Also, Euro sind das sogar. Also für 1 Milliarde Dollar, so schwer ist die reichste Familie der Welt. 1000 mal 1 Million. Zwar heißt diese Familie Rothschild. Habt ihr vielleicht schon mal was davon gehört? Rothschild? Ja, dieses berühmte Waffen da, vielleicht Wein und so. Auf jeden Fall, das Haus Rothschild, eine deutsch-jüdische Dynastie, die im Europa des 18. Jahrhunderts Banken und Geldinstitute gründeten, kann als die reichste Familie aller Zeiten betrachtet werden. Die 4 Generationen der Rothschilds verfügen über ein Vermögen, das heute umgerechnet mehr als 756 Milliarden Euro wert ist. Das ist nicht schlecht. Das ist viel. Ne? Die Familie. So, wen haben wir denn hier noch? Ah, John D. Rockefeller. Ja, er war Amerikas erster Milliardär, der Rockefeller. Und zwar, er hat ja diesen Standard eingeführt, diesen Standard für Erdöl. Der ist hingegangen. Hey, mein Name ist John Rockefeller. Ich gebe dir dieses Standardöl. Und ich garantiere dir, dass dieses Öl immer die gleiche Qualität hat. Und so entwickelte sich auch dieses Ölgeschäft. Also der hat mit Öl sehr viel Geld gemacht, der Rockefeller. Krasser Typ, auf jeden Fall. In diesem Weltrekordbuch stehen sehr viele interessante Sachen. Das ist jetzt die Ausgabe 2013. Darf es natürlich jetzt nicht in die Kamera halten, weil ich sonst auf YouTube gesperrt werde. Das ist ja ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich nicht die Rechte habe für das. Ja, auf jeden Fall. Krass. 52 Milliarden Dollar ist der reichste Mann der Welt und die reichste Familie 1 Billion Dollar schwer. Nicht schlecht. Was haltet ihr davon? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!